Willkommen zurück, meine Lieben, zum Nioh 2 Boss Ranking Video. Es geht direkt weiter mit Platz 25. Da haben wir Maeda Toshi. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Tut mir leid, falls ich den Namen gebutschert habe. Das war ein Zwischenboss in einer Hauptmission, die mir sehr, sehr noch gut in Erinnerung ist, denn wir haben da einen sehr berüchtigten Boss, der dann noch in der Liste kommt. Toshi war mit seinem Speer eher, ich sage jetzt mal, ein menschlicher, relativ belangloser Boss. Er war spaßig, versteht mich nicht falsch. Deswegen gibt es auch ein Rating von 6, aber war halt nicht wirklich was Außergewöhnliches. War halt einfach da und hat nicht wirklich durch irgendwas rausgestochen. Die Arena war ziemlich klein und das war, ich glaube, somit die größte Schwierigkeit bei ihm. Und wir haben ihn später, glaube ich, auch nochmal in der Nebenmission gesehen. Ich meine, dass es später war. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Mist. Und da war er, ich glaube, auch relativ einfach. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich habe den zumindest nicht mehr als super, super schweren Boss in Erinnerung gehabt. Und ja, ist eher so ein Mittelfeld-Boss, denke ich. Und deswegen gibt es da eine 5 in der Schwierigkeitsgradwertung. Auf Rang 24 haben wir Gozuki. Auch wenn der offizielle nie wirklich einen Boss-Status hatte, zumindest nicht alleine, habe ich gedacht, ich gebe ihm trotzdem ein Plätzchen hier in unserer Liste. Denn ich finde, das hat er verdient. Er war der erste Boss. Wenn man den direkt einfach am Anfang bekämpft hätte, hätte man sich wahrscheinlich die Zähne ausgebissen. Offensichtlich war er dafür gedacht, dass man ihn überspringt für den Anfang und dann später zu ihm zurückkehrt, was wir auch gemacht haben. Nichtsdestotrotz, ich habe Leute gesehen, die haben den einfach von Anfang an angegriffen, bis sie ihn tot gehabt haben. Der hatte relativ wenig Moves, also er war vom Moveset her eher einfach gestrickt, aber er war halt wirklich ganz am Anfang des Spiels. Man musste zuerst in den Rhythmus reinkommen, man hat nicht wirklich Tools gehabt und das sind die Sachen, die seine Schwierigkeit ein bisschen ausgemacht hat. Ich fand ihn klasse, war ein gut designter Fight. Man hat direkt einfach am Anfang so schön wieder das Gefühl gehabt, hey, es geht wieder los mit Nioh. Man ist angekommen und wurde herzensfroh begrüßt durch Gozuki. Das war ein tolles Erlebnis und deswegen ein Rating von 7. Hat mir toll gefallen. Für Gozuki. Auf Rang 23 haben wir Lady Osakabe. Das Konzept von ihr fand ich ja richtig toll. Sie war halt einfach ein Haus. Und sie war, ich glaube, die Ehefrau von Tokichiro. So irgendwie war das angedeutet worden. Ja. Gameplay-technisch war sie mir ein bisschen zu ähnlich wie Yamato no Orochi aus Nioh 1. Mit den Köpfen, die man besiegen musste. Das war alles sehr, sehr ähnlich gestrickt. Man konnte auch nicht vom Dach fallen und so. Auch die Szenerie auf dem Dach oben hatte sehr stark an diesen Fight erinnert. Also da habe ich definitiv ein bisschen was abgezogen. Obwohl das Grundkonzept richtig cool war, war dann die Umsetzung gameplay-technisch und der Fight an sich ein bisschen zu ähnlich. Ansonsten nicht sonderlich schwierig. Ich habe gehört, dass es einen Bug mit ihr gibt oder gab. Ich weiß nicht, ob der gefixt wurde mittlerweile. Auf dem PC zumindest, dass wenn man auf 120 FPS spielte, dass dann der Boss einfach doppelt so schnell war. Und anscheinend soll das für ziemlich viel Chaos gesorgt haben unter gewissen Community-Membern. Ich habe es auf 60 FPS gespielt, deswegen habe ich davon rein gar nichts mitbekommen. Für mich war er ja so mittelschwer, deswegen gab es eine 5 im Schwierigkeitsgrad-Rating. Auf Rang 22 haben wir Saito Yoshitatsu. Das ist unser Ebenbild.
den wir in einer der Hauptmissionen bekämpft haben. Der hatte alle drei von unseren Yokai-Formen zur Verfügung. Das war speziell mal, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir so gegen unsere eigenen Yokai-Formen gekämpft haben. Das war interessant anzusehen, da sich die sehr, sehr unterschiedlich bekämpft haben. Also ich hätte, wenn ich die pauschal gerankt hätte, die Yokai-Formen, hätte ich gesagt, dass, wie heißen sie auf, ja, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen, Brute auf Englisch, der Rote, dass ich den hätte ich jetzt als einfachsten eingestuft. Dann Feral war der mittlere für mich und der Phantom fand ich jetzt den schwersten, weil da einfach das Moveset am schwersten zu lesen war. Wo ich gespielt habe, mit den ausprobiert habe, war die, hätte ich die Reihenfolge komplett umgedreht. Also der Brute war der mächtigste und einfachste zu spielen, meiner Meinung nach. Und Feral halt in der Mitte und Phantom dann, ja, das Schlusslicht. Wir haben mehr oder weniger immer mit Phantom gespielt. Wir hatten zwischendurch mal Feral im Einsatz, was auch cool war, einfach auch um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja, das war so eigentlich das auch das Besondere von diesem Boss. Ansonsten gibt's nicht wirklich viel zu sagen bei dem. War ein guter Boss, hat mir gut gefallen, interessantes Konzept. Name, den ich mir nicht so wirklich merken konnte, wenn ich ehrlich sein muss. Also ich musste so viele Namen nachschlagen. Er hat mir aber trotzdem relativ viel Mühe gemacht im Spiel, weil ich ihn, war glaube ich einer der früheren Bosse im Hauptspiel. Deswegen gibt es eine 5,5 in der Schwierigkeitsgradwertung. Auf Rang 21 haben wir Ren Hayabusa. Der war richtig toll. Hayabusa natürlich der Clan von Ninja Gaiden. Wo die Spiele sind natürlich vom gleichen Entwicklerstudio wie Nioh. Deswegen gibt es da immer eine Hommage. Das hatten wir auch schon in Nioh 1 mit Jin Hayabusa. Hier haben wir Ren Hayabusa. Ren war eine Stufe ein bisschen schwieriger als Jin, würde ich sagen. Auch super, super schnell. Also einer dieser ganz, 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 ganz schnellen Bosse. Aber war halt spät auch wieder im DLC, wo wir super viele Tools zu unserer Verfügung gehabt haben. So dass er dann nicht ganz so schwierig war, wie er wahrscheinlich hätte sein können, wenn man den ein bisschen früher reingepackt hätte. Weil vom Moveset war der schon eine ziemlich harte Nummer, würde ich sagen. Hat mir auch echt gut gefallen. Also im Rating gibt es eine 8. War halt vom Aussehen her ein bisschen, ja, ordinär, sage ich jetzt mal. Aber was ist, will man auch anders erwarten? Die Musik war, ist mir auch aufgefallen, die war ziemlich einzigartig. Ich weiß nicht, ob die irgendwie von Ninja Gaiden stammte. Weil die hat nicht so wirklich zu Nioh reingepasst, hatte ich das Gefühl. Aber ja, ich denke, eine 8 im Rating ist durchaus gut. Und auch so ein mittelmäßig schwieriger Boss. Wir ranken ja nach Schwierigkeit. Deswegen nicht überraschen, dass die jetzt alle nacheinander kommen. Dann haben wir auf Rang 20 unseren alten Homie Benkai. Oder wie er offiziell hieß, der mysteriöse Kriegermönch. Aus dem ersten DLC, die Mission hat mich fast wahnsinnig gemacht. Weil, vor allen Dingen wegen dem verdammten Krabben. Benkai hingegen war richtig cool. Der hatte Aussehen, das war klasse. Hat ein Moveset, da hat er uns gepuncht. Wie wild Kombos gemacht, hatte eine Glefe wie wir, hat dann auch zur Axt gewechselt. Ja, es war spannend. Der Raum war ein bisschen klein und düster. Man hat nicht so viel gesehen. Das war vielleicht ein bisschen ein Manko. Ich rechne sowas ja immer in das Rating mit ein. Aber ansonsten, hat mir richtig gut gefallen. Ich meine, ja, alle DLC-Hauptbosse waren super. Also, ich meine, wir hatten generell auch mal wieder, es war auch schon in Nioh 1, aber wir hatten sehr, sehr wenig Bosse, die
ich sag jetzt mal unterdurchschnittlich oder so sind, im generellen, gemessen am generellen Gaming-Umfeld, also die Bosse in Nioh größtenteils sind meiner Meinung nach besser gemacht als in Dark Souls. Aber ja, das ist natürlich meine Meinung. Es gibt viele, die das bestimmt anders sehen, aber mir gefallen persönlich die Nioh-Bosse tendenziell natürlich tendenziell ein bisschen besser. Natürlich gibt es da, kann man das nicht pauschal sagen, aber tendenziell ein bisschen besser. Und ja, Nioh 2, ähnlich haltet das Niveau von Nioh 1, das eine richtig hohe Messlatte vorgelegt hat. Und ja, Benkai, ich schweife schon wieder ab. Benkai, ja, eine richtig gute 8,5 im Rating. Und ja, war halt auch tendenziell eher auch einer der einfacheren Gegner im Spiel oder Bosse. Dann haben wir auf Rang 19 Mezuki, unser erster Endboss einer Mission, und was für einer, richtig gut gemacht. Ich sehe Mezuki und Gozuki so ein bisschen als Brüder. Mezuki hat mir ein bisschen besser gefallen, hatte das Moveset war ein bisschen ausgefeilter, finde ich. Man konnte auch noch Amrita bekommen, wenn man ihn dazu bringt. Es gab so einen Stein in der Mitte der Arena, wenn man ihn dazu bringt, diesen Stein zu zerstören. Für mich war das relativ irrelevant, da ich meine Yokai-Form natürlich während Bossfights nicht benutzt habe. Das war tabu. Aber ja, das es war richtig cool. Da hat man auch zum ersten Mal den Wandel in diese Yokai-Welt gesehen. Also dass der Boss die Yokai, diese Düsterwelt halt beschwören konnte, wo das Ki, glaube ich, langsamer regeneriert hat. Und ja, hat er auch tolle Wutattacken, die richtig interessant waren zum Kontern. Hat ein paar Projektilattacken gehabt, die durch das Zeug durchfliegen. Das war Fast and Furious. Richtig toller Boss. Richtig toller Einstieg. Natürlich auch in Nioh 2. War schon knackig. Kann es langsam davon sprechen, dass die Bosse vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen anziehen. Und deswegen gab es da eine 6 in der Schwierigkeit. Dann haben wir auf Rang 18 Minamoto no Yoshitsune. Auch da muss ich wieder gucken, dass ich den Namen nicht irgendwie wieder komplett verbocke. Wir hatten zwei Minamotos. Ich weiß nicht, ob das der Geschlechtsname ist. Ich glaube, viele von diesen Clans, also der Clanname, viele hat man den Clannamen am Anfang und ich glaube danach den Namen der Person. Ob das jetzt, wir haben noch einen zweiten Minamoto, ob die jetzt miteinander verwandt sind, weiß ich nicht so genau. Es könnte auch sein, dass beide von diese Schwertträger waren. Wir hatten ja diesen goldenen Dolch, der sich dann in dieses, ich sag jetzt mal ein bisschen gehörnte Schwert verformt hat. Ich weiß nicht, ob die da einfach Minamoto heißen, weil das Schwertträger waren, oder ob das die tatsächlich irgendwie miteinander verwandt sind. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall zum Boss. Dieser Boss war richtig, richtig toll. Ja, man sieht es am Rating. Er hat eine 10 bekommen. Jeder Move war richtig toll getelegraphed. Er hatte saumäßig viele Moves. Ich fand auch das Konzept toll. Es war so ein bisschen ein gefiederter, also er hatte so goldene Amrita-Flügel, konnte rumspringen, hatte Pfeile runterregnen lassen, was ein bisschen an Aldrich aus Dark Souls 3 erinnert hat. Ja, jeder Move war irgendwie super einzigartig. Es war wie ein Tanz. Es ist schwierig zu beschreiben, was ich tatsächlich gefühlt habe. Aber es war halt einfach wirklich, ich hätte gern noch eine halbe Stunde länger an dem Boss gesessen. Es wäre mir so egal gewesen. Der war richtig, war so toll. Es gibt nichts zu bemängeln. Der Boss war perfekt. Absolut perfekt. Es war jetzt auch wieder mal ein DLC-Boss. Nicht der superschwerste, aber der war doch schon. Ein bisschen knackig. Also vor allen Dingen einfach, weil er so ein riesiges Moveset hatte. Das hat einfach ein bisschen gedauert, auch schon rein das zu lernen.
und hat auch ordentlich Damage ausgeteilt. Von dem her gibt es da eine 6 in der Schwierigkeit für Minamoto no Yoshitsune, unseren gefiederten Freund. Auf Platz 17 haben wir auch schon den nächsten DLC-Boss, unser Tantchen Eboshi. Auch die hat ein Rating von 10 gekriegt, weil sie einfach richtig, richtig toll war. Die war ein bisschen schwerhändiger, also die war nicht so leichtfüßig. Hat natürlich trotzdem eine super krasse Sprungweite gehabt. Aber auch sonst von der Aufmachung her, vom Moveset mit der Sense, ich liebe Sensen, war das richtig toll. Die hat auch ordentlich reingehauen. Also da hätte ich vielleicht sogar, da hätte man einen halben Punkt höhere Schwierigkeit auch geben können durchaus. Also wir hatten da wir hatten ein paar Problemchen gehabt, sage ich jetzt mal, mit dem Boss. Und ja, sie hat auch, ich habe bis zum Schluss nicht wirklich ihr Moveset so richtig verstanden, glaube ich. Ich glaube, das war auch der Grund, warum sie jetzt ein Schwierigkeitsgrad-Rating hat, das eher tief war. Weil ich rate generell Bosse, von denen ich das Gefühl habe, ich habe die Bosse nicht so verstanden und trotzdem besiegt gekriegt. Die rate ich tendenziell einfach tiefer als Bosse, wo ich wirklich dazu gezwungen werde, das Moveset zu meistern. Die sind im Schwierigkeitsrating für mich immer ein bisschen höher gewichtet. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn der Boss früher im Spiel gekommen wäre, dann wären wir hier, kann ich mir gut vorstellen, eine Stunde oder noch länger dran gewesen. Moveset war richtig toll mit den Amrita-Attacken, dem Schleudern der Sense. Sie konnte ja super, ja, super viele Moves drauf gehabt, mein lieber Scholli, du. Das war richtig wahnsinnig. Und deswegen gibt es eine verdiente 10. Der Fight war absolut makellos. War super spaßig. Auch wieder ein DLC-Fight natürlich. Und deswegen gibt es eine verdiente 10 im Rating. Auf Rang 16 haben wir Imagawa Yoshimoto. Das ist der Elefantentypi aus einer der relativ frühen Hauptmissionen. Ja, den fand ich jetzt nicht so spektakulär. Der hat, war aber schwierig. Und ich glaube, er war vor allen Dingen schwierig, weil er so früh im Spiel kam, wo ich noch nicht so wirklich im Spiel drinne war. Also, was heißt schwierig? Er hat eine 7 gekriegt. Man muss das in Relation sehen. Ich denke, wir sind ungefähr in der Mitte. Vielleicht ja ein bisschen oberhalb der Mitte. Und ja, hat eine Schwierigkeit von 7 gehabt. Das Moveset war jetzt nicht super spektakulär, aber ich weiß nicht, ich hatte Mühe mit ihm. Ich habe bei anderen gesehen, die hatten den einfach locker weggeklatscht. Ich weiß nicht, ich hatte Mühe mit ihm. Deswegen gibt es eine 7 in der Schwierigkeitswertung. Und ansonsten, ja, im Rating nur eine 6,5. Das ist unterdurchschnittlich für Nioh 2, definitiv. Ja, war nicht sonderlich spektakulär, aber war es auch nicht schlecht. Deswegen, ich meine, 6,5 ist okay. Nicht wirklich viel zu bemängeln, aber auch nicht spektakulär. Nee, irgendwie nicht spektakulär gut. Dann haben wir auf Rang 15 Magara Naotaka. Der hat mir auch super gut gefallen. Ich habe den Boss aus der Hauptmission natürlich gewertet. Wir hatten den kurz darauf nochmal in der Nebenmission. Da fand ich ihn ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob er einfach einen höheren HP-Pool hatte oder ob da irgendwie noch was speziell war. Aber der war ja einfach ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz, seine Angriffe waren super gut getelegraphed. Der hatte so einen riesen Odachi gehabt. Er hat richtig geile Moves gehabt. Das war so der, ja, so ein riesiger Yokai-Samurai-Typ. Wäre so ein bisschen William, wenn er ja, doppelt so groß wäre und ein bisschen mehr Muckis gehabt hätte. Dementsprechend. Ja, richtig, richtig tolles Moveset mit seinem. Hat er auch so Eisattacken dabei und eben sein riesengroßes Odachi, aber alles super gut getelegraphed. Das ist
Etwas, was ich sehr schwierig finde, also was ich das Gefühl habe, ist relativ schwierig umzusetzen, dass die Moves von einem Gegner sehr gut zu lesen sind, aber trotzdem herausfordernd. Es gibt oftmals, und da kommen wir, ich denke, gerade beim nächsten Boss dann dazu. Viele Bosse haben so ein bisschen ein spastisches Moveset oder spastische Movements, wo man jetzt nicht so wirklich weiß, was ist denn jetzt ein Angriff und was ist keiner. Bei Naotaka war das überhaupt nicht der Fall. Da hat einfach wieder alles gestimmt. Die Arena war geil. Das Konzept mit dem Eis war klasse. Die Movesets, die Burst-Attacken, alles. Es war einfach alles richtig, richtig toll. Und deswegen gibt es eine 10 im Rating. Perfekt. Absolut nichts zu bemängeln. Ich hatte super viel Spaß mit dem Boss. War auch nicht der einfachste, war auch nicht der schwerste, aber war doch schon anspruchsvoll. Ich denke, kann man durchaus so sagen. Gerade der dann in der Nebenmission, der war noch ein bisschen schwieriger. Aber ja, deswegen gibt es in der Schwierigkeit eine 7. Dann haben wir auf Rang 14 Umin Yudo. Das ist auch wieder ein DLC-Boss, einer der schwereren. Und das liegt an dem, was ich vorhin angesprochen habe, also primär an diesem spastischen Moveset so ein bisschen. Ich habe dem im Rating nur eine 5 gegeben. Für mich war der Boss zu ähnlich wie Umi Bosu. Also das war offensichtlich so ein bisschen ein Abklatsch von Umi Bosu. Obwohl er visuell dann doch ein bisschen anders war, aber gerade mit seinen Tentakeln war der, ja, er hat dann teilweise mit seinen Tentakeln so ein bisschen rumgehampelt und man wusste jetzt nicht, ist das jetzt ein Angriff, darf ich da in die Nähe gehen? Er hat auch diesen Laser von Umi Bosu gehabt und das hat das Ganze schwierig gemacht, aber schwierig auf eine Art und Weise, die ich nicht so toll fand. Wir hatten das auch schon bei in Sekiro mit dem Wächteraffen, der hatte so ein bisschen ähnliches Problem, dass der auch sehr spastische Movesets hatte. Bei Umin Yudo ging es jetzt einigermaßen, also ist die Wertung primär so, also ist eine, die Wertung ist so tief aus, also das Rating ist so tief aus einer Kombination wegen, ja, es war halt ein bisschen uneinfallsreich. Der Fight war sehr, sehr ähnlich wie Umi Bosu. Er hat auch mit dem Schiffszeug geschmissen wieder. Und dazu kam halt eben das spastische Moveset. Dafür habe ich definitiv auch Punkte abgezogen, weil man einfach... Er war komisch zu lesen. Und deswegen, ja, hat mir nicht so gut gefallen. Und gerade, wenn das jetzt ein Boss wäre, der aus einer Nebenmission, hätte ich gesagt, hey, okay, kann man so machen, das wäre akzeptabel gewesen. Aber das war halt ein Endboss einer Hauptmission. Und gerade in einem DLC habe ich da gewisse Erwartungen, was Nioh anbelangt. Und dieser Boss hat die einfach nicht erfüllt. Und deswegen habe ich dem einfach, ja, ich habe den abgestraft. Kann man vielleicht durchaus so sagen. Vielleicht ein bisschen zu Unrecht. Ich würde jetzt da, wäre es nicht irgendwie verwundert, wenn jemand anderem dem wesentlich höhere Wertung gegeben hat. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Nioh 1 nicht gespielt hat, dann kann man dem durchaus eine höhere Wertung geben. Ich habe auch Umi Bosu eine höhere Wertung gegeben. Aber, ja, Umin Yudo, gerade auch zweite Phase oder... Ja, das war alles viel zu ähnlich wie Umi Bosu. Er hatte auch diese Tentakel dann gehabt mit den Schwachstellen, wo man draufhauen konnte. Er ist von einer Ecke in die, also von einem Wasserende ins andere Wasserende gesprungen. Es war alles viel zu ähnlich. Es hat sich echt so ein bisschen wie recycled angefühlt. Die Phase, wo er auf dem Land war, war wesentlich besser, fand ich. Aber auch da sind natürlich, ich meine, die Parallelen schon nur beim Namen fängt es ja schon an mit der Ähnlichkeit.
obwohl das wahrscheinlich irgendwas bedeutet auf Japanisch, das weiß ich allerdings nicht. Ja, nichtsdestotrotz, ich musste ihm Punkte abziehen, deswegen gibt es da eine 5 in der Wertung, war aber schwierig, eben schwierig, in der Schwierigkeit gibt es eine 7,5. Dann kommen wir zum letzten Boss auf Platz 13, also zum letzten Boss in diesem Video. Und da haben wir Giyuki. Ich weiß nicht, ich habe den als relativ schwierig empfunden. Ich habe ihm deswegen eine Schwierigkeitsgradwertung von 7,5 gegeben. Ich glaube, ich bin nicht so lange an ihm dran gewesen. Ich hatte einfach irgendwie, ich weiß nicht, subjektives Empfinden fand ich den schwierig. Er war groß, er hat die Sicht ein bisschen genommen. Ich hatte auch nicht wirklich realisiert, dass er Amrita an den Füßen hat, wo man, ich glaube, wesentlich mehr Schaden gemacht hat. Ich habe das, ich meine, das bei einem anderen Let's Player oder Streamer gesehen. Und ja, der war halt groß, der hatte ein paar Moves, die schwierig zu timen waren. Man konnte ihm nicht super gut ausweichen, halt weil er so groß war. Das ist man ist eigentlich quasi konstant unter ihm gewesen. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von zu großen Bossen. Das ist zwar ästhetisch toll, dasselbe gilt zum Beispiel für den Klaffdrachen in Dark Souls 1. Der ist zwar ästhetisch richtig toll und von der Atmosphäre her auch. Allerdings ist oftmals das Problem, dass halt die Kamera dann nicht so richtig mitmacht in diesen Spielen. Und das war jetzt bei Giyuki teilweise auch der Fall. Und bei sowas ziehe ich streng im Rating auch ab. Trotzdem habe ich ihm noch eine 7 gegeben, weil das Fight ansonsten eigentlich ziemlich gut war. Es gab ansonsten eigentlich nicht viel zu bemängeln. Ich fand den jetzt auch ziemlich innovativ, also da hat er Bonuspunkte bekommen. Ja, weil ich, ja, ich fand, er hatte ein richtig cooles Aussehen und ich fand auch seine Moves mit dieser Wasserwelle, glaube ich, die er auf einem zugestoßen hat, das war toll. Und ja, auch das Aussehen mit den Amrita-Hörnern, also war klasse. Man darf da ein bisschen das Äußere auch noch mitgewichten. Normalerweise mache ich das eher wenig, also das Äußere ist tendenziell eher nicht so, also ist für mich jetzt nicht so super wichtig. Aber so ein bisschen teilweise, ja, so eine 0,5 oder so gebe ich dann schon auch für das Äußere natürlich. Oder vielleicht auch einen ganzen Punkt teilweise, wenn es was wirklich Spektakuläres ist. Was mich auch noch gestört hat, er hat noch so einen kleinen Stampfer gehabt. Da war die Hitbox irgendwie nicht so akkurat. Ich glaube, der Damage kam primär von der kleinen Schockwelle, die er noch hatte. Aber das war irgendwie visuell für mich ein bisschen zu wenig eindeutig. Das hat dann wieder ein bisschen zu Minuspunkten geführt. Also bei Giyuki war es ein bisschen, wir hatten ein paar Sachen, die zu Bonuspunkten geführt haben. Wir hatten ein paar Sachen, die dann zu Maluspunkten geführt hat. Und im Endeffekt habe ich ihn dann einfach auf einem 7, hat er sich eingependelt. Das ist, ich glaube, tendenziell ein bisschen unterdurchschnittlich, aber für Nioh 2 Verhältnisse. Ja, aber der war ich fand ihn schwierig. Ich weiß nicht, obwohl wir nicht so super lang dran waren, fand ich den subjektiv als ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, warum. War halt einfach so. Ich kann es nicht erklären. Nun gut, und damit sind wir am Ende des zweiten Boss-Ranking-Videos. Natürlich gibt es noch einen dritten Teil und letzten Teil, wo wir dann die restlichen Bosse noch besprechen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn ihr die Videos später schaut, könnt ihr natürlich das direkt über die Playlist in der Description machen. Da sind die alle Videos drin, da könnt ihr alle euch am Stück ansehen, falls ihr das möchtet. Aber für heute sage ich Tschüss und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Boss-Ranking-Video wieder.